warte ich mal noch, bis sie so ist. Ja. Ja, hallo. Ich bin Stefan Pielicke. Ich bin Student an der FH Köln und arbeite nebenher als Hiwi beim Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln-Port. Und der Vortrag handelt von dem SVN-Checker, der bald nicht mehr so heißen wird, aber dazu später mehr. Erstmal möchte ich kurz was zum DLR erzählen, 2-3 Folien. Dann, warum wir den SVN-Checker gebaut haben, was der Auslöser dafür war. Der größte Teil ist dann die Beschreibung des Aufbaus und der Funktionsweise. Dann demonstriere ich kurz und zeige, dass das wirklich so ist. Dann kommt ein Ausblick auf die nächste Version, weil wir im Moment sehr stark an der Entwicklung arbeiten. Dann eine Zusammenfassung und dann zum Auslöser. Ja, genau. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Raumfahrtagentur, die deutsche NASA, hat man bestimmt schon mal gehört. Bitte? Ja, genau. Denn wir machen auch Verkehrstechnik. Der DLR hat fast 6000 Mitarbeiter in 13 Standorten quer übers Land verteilt. Ja. Dazu noch Büros in Brüssel und Paris und Washington. Die Kernkompetenzen des DLR liegen im Bereich der Ingenieurswissenschaften. Also wir haben, wie gesagt, von der Verkehrstechnik über Raketentests, Testgelände bis hin zu irgendwelchen Simulatoren für Flugzeuge. Alles, was Spaß macht. Und mehr als 1000 DLR-Mitarbeiter entwickeln Software. Das heißt, wir gehören zu den größten Softwareproduzenten in Deutschland. Denkt man nicht, ist aber so. Genau. Die meisten dieser Softwareentwickler sind aber Wissenschaftler, keine ausgebildeten Softwareingenieure. Und wir haben da eine Menge Probleme, die halt speziell in der wissenschaftlichen Softwareentwicklung auftreten. Jetzt zum Beispiel, Skripte fangen klein an, irgendwer findet es toll, wünscht sich neue Features und das geht dann so weiter, bis man irgendwann einen riesen Batzen an Software hat. Ja, gut, das ist sicherlich woanders auch so. Dann haben wir Teamgrößen, ja, von einem kleinen Studenten, so wie ich jetzt gerade, bis hin zu 50 oder sogar 100 Wissenschaftlern, die aus mehreren Instituten zusammenarbeiten, mit dann unter anderem auch noch Partnern aus der Industrie. Ja, wie eben schon gesagt, viele Wissenschaftler haben eben keine oder nur wenig Wissen über Software Engineering, entwickeln aber große und zum Teil auch kritische Software. Das ist manchmal nicht so einfach. Diese Wissenschaftler benutzen zum Teil auch archaische Tools, wie zum Beispiel Notepad. Ja. Ein Test ist ein Test, man startet das Programm, die Rakete stürzt ab und dann ist der Test fehlgeschlagen. Aber was uns alle eint, ist quasi die möglichst schnelle Umsetzung von Ideen in laufende Programme. Deswegen benutzen wir auch sehr viel Python, weil das wunderbar damit funktioniert. Also bei uns werden selbstverständlich alle möglichen Sprachen, angefangen bei Fortran, über COBOL, wie gesagt, bis hin zu Python eingesetzt. Ja. Deswegen wollten wir ein Programm, das die Anwender, die Entwickler von Software zwingt dazu, guten Code zu schreiben. Grundsätzliche Anforderungen waren die Integration der Versionsverwaltung in den Entwicklungsprozess, die enge Einbindung von Bug- und Issue-Tracking-Systemen. Und wir wollten ein Tool, das alles macht, was wir wollen, innerhalb des Entwicklungsprozesses. Sind wir dazu übergegangen oder sind dann auf die Idee gekommen, einfach ein Hookscript-Framework zu schreiben, das in Subversion direkt als Pre- oder Post-Commit-Hook, was das genau ist, erzähle ich gleich noch, aufgerufen werden kann und dann externe Tools benutzt, um zum Beispiel Quellcode zu checken. Genau. Die genauen Aufgaben waren dann, dass man nach einem Commit direkt auf Berechtigungen checkt, darf der das überhaupt, darf der diesen Quellcode überhaupt bearbeiten, auf Styles, Coding Styles checkt, sieht der Code gut aus oder ist das einfach nur zusammengekrüppelt, Unit Tests macht, bis hin zu Issue IDs aus Bug Tracking Systemen checkt. Bei Fehlern soll er sofort den Commit abbrechen und der Benutzer, beziehungsweise der Entwickler, genau, der Entwickler muss dann was tun, bis der Code eingecheckt werden kann.
Und er macht auch gleich noch eine Protokollierung ins Versionskontrollsystem, in Logdateien und als Mails zum Beispiel. So, das ist jetzt ein bisschen erschlagend. So sieht zum Beispiel bei uns eine Entwicklungsumgebung aus. Ne? Das sind alles Open-Source-Tools, die wir beim DLR, zumindest in unserer Abteilung, einsetzen. Aber es geht jetzt nur um diese Verbindung. Das ist der SVN-Checker. Erstmal im Aufbau. Ich habe gesagt, ich erkläre noch kurz, was Hookscripts sind, da das oft nicht ganz klar ist, wenn man das noch nie benutzt hat. Und deswegen gehe ich jetzt erstmal in einen kleinen Exkurs und erkläre, was Hookscripts sind. Hookscripts sind Programme, welche von Subversion aufgerufen werden, und zwar, wenn bestimmte Events im Verlauf eines Commits stattfinden. Damit kann man dann an unterschiedlichen Stellen eines Commits eingreifen und Aktionen ausführen. Subversion kennt mehrere Arten von Hookscripten, die sozusagen zeitlich gestaffelt sind. Wir haben erstmal einen Start-Commit, der ist genau dann, wenn jemand SVN-Commit bla schreibt, Enter drückt. Und genau zwischen Enter drücken und ich trage meine Commit-Message ein, kann ein Start-Commit ausgelöst werden. Dann gibt es Pre-Commits. Pre-Commits, da ist dann, hat man die Commit-Message schon geschrieben. Das ist, die Dateien sind schon an den Server übertragen worden, sind aber noch nicht im Repository. Das heißt, hier kann man noch genau mit den auf die Dateien Checks ausführen und im Zweifel den Commit abbrechen und wieder zurückgeben. Dann gibt es Post-Commits, die werden hauptsächlich benutzt für bestimmte Logging-Vorgänge. Da ist der Quellcode dann schon im Repository drin, abgespeichert und so weiter. Und dann gibt es noch Pre-Ref-Prop-Changes und Post-Ref-Prop-Changes, was die machen. Ich habe es noch nie genutzt. Der SVN-Checker benutzt Pre- und Post-Commit-Hook. Beziehungsweise man kann ihn als Pre- und Post-Commit-Hook einbinden. Genau, da sind wir wieder. Und jetzt erkläre ich kurz, was da überhaupt die einzelnen Bestandteile sind. Der SVN-Checker führt Checks auf den Quellcode. Diese werden im Normalfall als Pre-Commit-Hook ausgeführt, damit halt bei Fehlern der Quellcode wieder zurückgegeben werden kann. Diese Checks untersuchen den Source Code, die Filenamen, die Commit Message. Man kann im Grunde alles, was in einem Commit an Informationen kommt, auf das kann man alles checken und auf das kann man alles Abfragen machen. Man kann dazu beliebige Tools benutzen. Und diese Checks sind sehr einfach erweiterbar. Also ich kann einen Check schreiben und das Einzige, was ich tun muss, ist eine Sache beachten, wenn ich einen Check schreibe, und den im Config-File hinterlegen und dann wird der Check ausgeführt. Handler sind ein anderer wichtiger Teil des SVN-Checkers. Ein Handler ist quasi ein Logging-Mechanismus. Der wird nach jedem Check ausgeführt. Man kann dem Check sagen, benutze diese Handler, wenn du erfolgreich warst, und wenn du einen Fehler geworfen hast, benutze diese Handler. Je nachdem. Und die sind genauso erweiterbar, einfach ich schreibe meinen Händler und dann muss ich den nur im Config-File vermerken. Entschuldigung. So. Jetzt habe ich hier mal einen Prozessablauf, was beispielsweise passieren kann. Ich habe jetzt mal einen Java-File geschrieben, das committe ich nach Subversion. Subversion führt den SVN-Checker als Pre-Commit aus. Check A ist, sagen wir mal, ein Style-Checker, der guckt, ob ich auch nach den Codierrichtlinien entworfen habe. Der ist toll, der ist erfolgreich, ich habe ganz schönen Code geschrieben. Ja, und der informiert jetzt über die Händler, der kann jetzt da eine Mail verschicken oder einen Logfile schreiben oder halt direkt in mein Bug-Tracking-System einen Kommentar hinterlegen. Check B ist dann zum Beispiel Unit-Test und das ist ein Fehler. Ich habe zwar schönen Code geschrieben, er funktioniert aber. Jetzt haben wir hier wieder Händler, die werden genauso informiert. Und das können wieder genau die gleichen Händler sein, in denen dann aber andere Sachen drinstehen natürlich. Ne? Also er schreibt dann eine Mail an meinen Chef, Helika hat scheiß Code geschrieben zum Beispiel. Genau. Wenn jetzt ein Fehler aufgetreten ist, wird komplett der ganze Prozess abgebrochen. Subversion bekommt
hier ist ein Fehler aufgetreten, bricht den Commit ab, es geht alles an mich zurück, an den Entwickler zurück und ich muss die Bugs erst noch fixen, bevor ich sie ins Repository einchecken kann. Dazu kommen wir gleich. Die Software ist in Python geschrieben, ich glaube, ich habe das noch nicht erwähnt. Und bei Python gibt es den schönen Spruch, dass die Batteries included sind. Und beim SVN-Checker sind natürlich auch Batterien dabei. Und Checks haben wir in der Version 0.3, das ist die aktuelle stabile Version, haben wir einen Check auf Access Rights dabei. Das heißt, in so einem großen Team zum Beispiel gibt es unglaublich viel Software, gibt es unglaublich viel Source Code. Und nicht jeder darf natürlich in jedem File Änderungen durchführen. Ja. Und dieser Check guckt nach, darf er das oder darf er diesen File überhaupt nicht ändern. Der hat den schönen Namen Case Insensitive File Name Flash. Der guckt nach, ob ein File, es gibt ja Betriebssysteme, die nicht nach Groß-Kleinschreibung unterscheiden, sondern ein File ist ein File, wenn das genauso heißt, sind den Buchstaben egal, der schaut das nach und weist dann eventuell den Commit zurück, falls es einen File gibt, was schon so heißt. Oder. Dann haben wir Style-Checker halt, Check-Style für Java und die Unterstützung für Pylon und Python. Checkout, der checkt dann den Source-Code out und aus und in ein Verzeichnis und dann kann man weitere Dinge tun, wenn man das gerne möchte. Keywords, guckt nach Subversion-Keywords wie Date, oder Author oder URL, um dann damit Dinge zu tun, die man gerne machen möchte. Oder ob die überhaupt gesetzt sind. Ein Mantis-Check. Wir setzen bei uns im Institut Mantis ein als Bug-Tracking-System. Dieser Check schaut in der Commit-Message nach, ob man da eine Bug-ID angegeben hat, für den man gerade den Fix macht oder committen will. Schaut in Mantis nach, gibt es diesen Bug überhaupt mit der Bug-ID? Ist der User, der hier committen will, überhaupt assigned, das zu tun? Und gibt es überhaupt, ist der überhaupt auch in Progress gesetzt oder assigned? Und nicht etwa gelöst schon, resolved. Denn ein resolveder Bug muss man nicht mehr fixen. Genau. Nein, das setzt es voraus, dass es in Bearbeitung gesetzt ist. Wenn es resolved ist, dann kannst du es nicht mehr committen. Weil der Bug ja dann schon resolved ist. Reject Tabs. Weist den File, das File Commit, das Commit zurück, sobald vorne auftaucht, dass jemand Tabs statt Spaces benutzt hat. Das ist ja gerade bei Python ein elendiges Problem. Bitte? Kann man alles noch ganz einfach selber bauen. Unit Tests führt er durch für alle Files, die eingecheckt werden. Das macht er im Moment nur für Java. Wirklich nur für die Files, die man gerade eincheckt. Also es ist kein Build-System, das komplett Checks macht. Soll es auch nicht sein. Ja, und ein XML-Validator, der nachschaut, ob die wohl geformt sind, wenn man XML-Files eincheckt. Die Händler sind nicht so umfangreich. Wir haben einen E-Mail-Händler, wir haben einen Log-File-Händler, wir haben einen Standard-Out-Händler und wir haben einen Mantis-Händler, der dann zu einem bestimmten Bug einen Kommentar schreibt. Mit den Informationen, die man im Commit gemacht hat und welche Files beteiligt hat. Ja, wenn wir hier wieder beim schönen Aufbaubildchen, ich möchte noch kurz was zur Konfiguration erklären. Die Konfiguration benutzt einfache INI-Files im Moment. Das reicht aus für ganz einfache Prozessabläufe und funktioniert. Ja, funktioniert. Es ist nicht wirklich schön, aber es funktioniert. Aber daran arbeiten wir gerade. So sieht dann zum Beispiel eine Konfiguration aus. Wir haben hier als Pre-Commit zum Beispiel einen Pylon. Post-Commit checkt er auf Mantis. Wir haben für Pylon eingestellt, dass bei Success-Händlern wird eine Mail geschrieben und bei Failure-Händlern wird auch eine Mail geschrieben und eine Ausgabe auf die Konsole gemacht. Das heißt, ein Commit, Fehler und er kriegt das auf seine Konsole wieder zurück. Success- und Failure-Addresses für einen Pylon kann man natürlich auch anpassen. Und unten stehen die Login-Daten für den Mantis. Achso, genau. Jetzt eine kleine Demonstration, wo ich auch mal ein
Check kurz zeigen wollte. So sieht zum Beispiel unser Pylon-Check aus. Es ist im Grunde wirklich nicht viel. Der bekommt oben die Transaktion und die Konfiguration übergeben. Hier. Die Funktion run muss drin sein. Die führt der SVN-Checker aus. Und danach holt er sich hier halt die Konfiguration, macht noch so ein bisschen Gedöns, führt Pylon aus, schreibt das Ganze in ein File und sobald in diesem File was drinsteht, wirft er einen Fehler, gibt den Output zurück und gibt auch eine 1 zurück und eine 1 heißt falsch. Da ist was fehlgelaufen. Wenn im Output nichts drinsteht, dann gibt er nichts zurück. Eine 0, wunderbar, der nächste Check läuft oder das Ganze ist beendet, je nachdem. Also wie das aussieht, muss ich mal kurz zeigen. Ich habe hier ein File, emlinted. Das funktioniert zwar, tut jetzt nichts, ja, ist egal was es macht. Das funktioniert zwar, allerdings hat es ganz viele Fehler, zum Beispiel ist hier der Klassenname fängt nicht mit einem großen Buchstaben. Das funktioniert, aber es sieht scheiße aus. Die Methoden hier haben nur einen Buchstaben zum Beispiel. Und da schimpft natürlich Pylon. Und zwar hat der Code eine Wertung von minus 7,5 von 10 möglichen Punkten. Also ganz weit unten. Wenn ich den jetzt versuche einzuchecken, kriege ich genau das zurück. Der Commit ist abgebrochen und ich muss erstmal fixen. Jetzt habe ich das schon gefixt natürlich, weil ich ganz schnell fixen kann. Habe ganz viele Kommentare reingeschrieben, habe die Methoden und Funktionsnamen schön gemacht. Committe das. Und das funktioniert jetzt, weil Pylint sagt, dass das ganz toll ist und 10 von 10 Punkten. Super. Ja. Das habe ich schon versucht, das geht nicht. Dazu die nächste Folie, denn wie eben schon erwähnt, wir bauen da gerade sehr viel dran rum. Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit darüber, mehr Versionskontrolle und Bug-Tracking-Systeme anzubinden. Es wird eine neue Konfiguration geben in der nächsten Version, die auf größere Projekte ausgerichtet ist, die auch auf größere Umgebungen, Umwelt von Projekten und Firmen ausgerichtet ist. Es gibt dann zur Konfiguration Web Service, weil wir festgestellt haben, man muss oft an der Konfiguration rumtunen und dazu braucht man immer jemanden, der Adminrechte auf dem SVN-Server hat. Dazu muss jemand draufgehen, da muss jemand ändern, bla bla bla, das ist doof. Deswegen wurde jetzt ein Web Service geschrieben, an dem man andocken kann. Wir haben noch keine Clients dafür gemacht, aber es wird dann auf absehbare Zeit für Eclipse ein Plugin geben und auch eine Web-Oberfläche. Ja, genau. Und die wird in 2 bis 3 Monaten gibt es die nächste Version. Die neuen Versionsverwaltungssysteme sind zum einen CVS. Das musste leider rein. Perforce, weil ein paar Institute von uns Perforce benutzen. Und wir wollen natürlich, dass möglichst alle das benutzen. Und Git, weil ich Git mag. Die neuen Bug-Tracking-Systeme sind Bugzilla, weil das wird einfach so oft eingesetzt. Und deswegen können wir es nicht links liegen lassen und wollen wir auch gar nicht. GeForge, weil das gerade in der Evaluation ist bei uns für einige Institute. Und Track, weil ich Track mache. Eins durfte ich mir immer aussuchen. Weil das aber jetzt quasi nicht mehr nur was mit Subversion zu tun hat, brauchen wir einen neuen Namen. Den haben wir noch. Falls jemand eine gute Idee hat, meine E-Mail-Adresse schreibe ich nachher hin, einfach reinlassen. Und jetzt zu der Frage mit den Warning Levels. Es gibt jetzt auch neue Prozessabläufe. Mal ein Beispiel, ich check wieder Java-File ein,
Check A ist wieder irgendwas. Der ist wieder ein Erfolg, wie gehabt. Der geht die Händler durch und super. Jetzt haben wir eben aber auch Warning Levels eingeführt. Die benutzen auch die Success-Händler, schreiben aber explizit zurück, Vorsicht, hier gibt es eine Warnung wegen X. Ja. Dann ist es jetzt möglich, Fehler so zu konfigurieren, dass nicht alle Checks abgebrochen werden, sondern dass die Checks dann auch noch bis zu Ende durchgeführt werden und man eben eine Komplettauskunft über seinen Code bekommt, was jetzt falsch und was jetzt schön ist. Der benutzt allerdings auch die Failure-Händler, die man angegeben hat. Und man kann den Fehler aber auch so konfigurieren, dass er komplett Abbruch macht und wieder jeden Check bis zum. Dann würde er nicht committen, genau. Sobald ein Fehler auftaucht, ist der Commit beendet. Und man muss erstmal fixen. Ja, dann, wie gesagt, geht es wieder zurück und man muss dann Bugfix betreiben. Eben schon gesagt, die Konfiguration wird erweitert. Wir haben uns eine Art Template-System für Konfigurationen ausgedacht. Das heißt, man kann Konfigurationen schreiben, beliebig voneinander vererben und das immer weiter verfeinern auf entsprechende Projekte. Bis man unten ist, das ist jetzt meine Konfiguration, die erbt von Python, die erbt von meiner Abteilung, die erbt von den Policies, die wir in der Firma überhaupt haben zum Beispiel. Ja. Ja, Zusammenfassung. Ich muss darauf hinweisen, es gibt eine Software, die ähnliche Funktionalität hat und auch Open Source ist. Das ist der SCM-Bug. Er ist allerdings in Perl geschrieben, deswegen kenne ich niemanden, der es benutzt. Trotzdem, für Vollständigkeit halber, habe ich es mal aufgeführt. Der SVN-Checker ist verfügbar. Wir haben den bei Tigris.org. svnchecker.tigris.org. Tigris.org, genau. Und man kann sich beim DLR auch, haben wir auch eine Seite. Das Ganze ist unter der Apache-Lizenz, das heißt, nehmt ihn, benutzt ihn, missbraucht ihn, was ihr wollt. Ja, hier nochmal die Daten. Ich bin Stefan Pielicke, meine Mailadresse ist stefan.pielicke@dlr.de und wir haben natürlich auch eine bei Tigris auch eine SVN-Checker-Mailingliste. Die ist im Moment noch nicht so hochfrequentiert, aber tut euch keinen Zwang an. Ja. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise. Es gibt in Köln die PyCologne, das ist die Kölner Python User Group. Wir treffen uns jeden zweiten Mittwoch im Monat am Rechenzentrum der Uni. Einfach mal www.pycologne.de, wir haben eine Mailingliste, einfach vorbeikommen. Es gibt da, wir sind eine sehr heterogene Gruppe von, ich habe jetzt mein erstes Hello World geschrieben, bis Leute, die damit Geld verdienen, ist alles dabei. Und da gibt es immer so 2-3 Vorträge, es kommen immer so zwischen 15 und 25 Leuten. Wenn ihr Lust habt an Python, einfach mal vorbeischauen. Und genau, und wir gehen danach immer noch in die Kneipe. Ja, jeden zweiten Mittwoch, also wieder im September. Ja, wer Interesse an der Luft- und Raumfahrt hat und da vielleicht einen Job oder eine Diplomarbeit oder eine Masterarbeit oder eine Bachelorarbeit oder eine Doktorarbeit, tinyurl.com/dlrjobs, einfach mal draufgehen, vielleicht gibt es was von Interesse und wenn es irgendwas von Interesse gibt, dann einfach mal eine Mail schreiben, eine Bewerbung klar machen. Wir suchen immer Leute. Ja, gibt es jetzt erstmal noch Fragen? Nee, das ist schwierig, denn du schickst ja deine Files ab an den SVN-Server und da passiert alles und du kriegst quasi nur das Ergebnis zurück. Du müsstest dann einen quasi Kommunikationskanal zwischen dem Server und deinem Rechner öffnen. Nee, das kann es nicht, das bietet es nicht an. Dann machst du es lokal. Nein. Sowas löst man dann über Konfigurationen im Konfigurationsfall. Da kann man das lösen. Ja.
Ich bin, um ehrlich zu sein, nicht genau informiert, was es da für Tools gibt, die das tun. Das Pylint und Checkstar sind ja externe Tools, die einfach eingebunden werden und ihre Arbeit ganz gut machen. Für C++ gibt es bestimmt sowas, kenne aber leider keinen. Genau. Ein Check ist einfach nur, er ruft in den meisten Fällen einfach ein externes Tool auf, liefert das Ergebnis zurück. Und ist gut oder nicht gut. Ja. Nein. Python ist cool, musst du ausprobieren. Das ist die beste Sprache überhaupt. Das bitte? Ja, weil erstmal hat man, wenn man es eincheckt bei einem Versionskontrollsystem, die direkte Rückmeldung. Ein Build-System läuft meistens nachts. Und dann kommt man morgens zur Arbeit und wieder doof. Blöder Fehler, hätte ich gestern Abend noch schnell machen können. Es ist wichtig, dass sofort eine Rückmeldung kommt, so schnell wie möglich. Damit man gleich sieht, was man falsch gemacht hat. Das Tool dient ja auch ein bisschen dazu, sag mal, die Leute zu gutem Code zu erziehen. Ja. Und da, meine Freundin ist Lehrerin, die hat mir erklärt, in der Pädagogik ist eine schnelle Rückmeldung. Genau. Ja. Man kann diese rechte Verwaltung, es ist ja quasi nur eine Miniatur-rechte Verwaltung, zum Beispiel einfach auf Verzeichnisse legen. Ja. Genau. Du editierst die ja quasi. Du kannst die auch durch Checks modifizieren, wenn du möchtest. Reject-Tab ist zum Beispiel ein Check, der das macht. Es ist, wenn ich deine Frage jetzt richtig verstanden habe, willst du, dass er, du committest Code? Bitte? Ja. Der macht ja schön und liefert eine Null zurück und damit geht's ab. Du kannst sie da noch verändern, aber du kannst das natürlich nicht interaktiv tun. Richtig, das ist klar. Ja. Das ist eine gute Idee. Wie gesagt, wir arbeiten da gerade dran. Es ist noch nicht fertig. Aber das ist eine Idee, die ich einfach mal nächste Woche erzähle. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Das hatte der Entwickler auch schon die Idee, weil es sind zwei Leute, die das gerade machen. Weiß ich gar nicht. Kann ich dir noch nicht sagen. Ja. Also, von den Fehlern weiß ich auf jeden Fall, dass die das... Du kriegst ja auch die ganzen Rückmeldungen von den einzelnen Fehlern, kriegst du wieder. Ja. Also die fehlgeschlagenen Unit-Tests und die fehlgeschlagenen Style-Check-Dinger und was das ist, kriegst du ja alles zurückgeliefert. Nee. Das ist der Bug sowieso und der schreibt einen Kommentar unten rein. Weil wir wollen das eigentlich nicht haben, dass du Quellcode committest und er dann automatisch so eine, sag ich mal, große Aktion wie das Schließen eines Bugs alleine macht. Das soll der Entwickler schon schön noch tun. Ja? Allerdings ein Kommentar zu jedem eingecheckten File, das braucht er nicht. Ja. Mhm.
Ja, ich glaube, das ist eine Entwicklung, das wird wahrscheinlich bei uns nicht laufen, aber die Software ist Open Source. Tu dir keinen Zwang an. Ja. Ja, gibt es sonst noch Fragen? Ah ja, zwei da hinten. Ah nee, das funktioniert im Moment so, dass du das einfach schlicht und konfigurationsfrei reinschreibst. Ja. Ja, genau. Richtig. In den genau, das macht es nur einfach nochmal. Ja. Nur halt dann direkt da vorne schon. Ja. Manchmal will man. Es ist sowieso schon ein bisschen sicherheitskritisch, das Config-File. Denn da stehen ja auch die Login-Daten für deinen Bug-Tracker zum Beispiel drin. Ja, weil der muss sich ja einloggen. Und das ist schon. Ja. Ja, das ist die Frage. Genau das wollen wir eben nicht. Ja. Aber das ist auch eine Sache, die man später noch in die Entwicklung tun kann, natürlich. Aber wie gesagt, ne, Open Source. Hau rein. Genau. Da deswegen werden auch nur die Files gecheckt, die du gerade committed hast. Nicht alles, nicht das gesamte Projekt, sonst kann das ja mitunter Stunden dauern. Ja. Der Unit-Test-Check, der marschiert los. Gibt es zu dieser Datei hier irgendwo einen Unit-Test? Ah ja, okay, natürlich auch. Also du committest deinen Unit-Test, du committest deinen File und dann wird er automatisch ausgeführt. Aber wie gesagt, im Moment nur für Java. Ja, Standard. Das ist auch noch ein Problem. Ja. Ja. Nee, das gibt's noch nicht, aber wie gesagt, solche Sachen sind einfach auf die Mailingliste buchen oder mir persönlich eine Mail schreiben oder so. Das kann man darüber reden. Ja. Ah ja. Ich weiß es nicht genau. Die werden überall verteilt. Auf jeden Fall landen sie auch nächste Woche, dann sind die auch bei Slideshare zu sehen. Wenn es, ich weiß nicht, ansonsten hier auch dann, wenn es hier sowas gibt, ich weiß es gerade gar nicht. Und bei Slideshare auf jeden Fall auch. Also die Folien werden öffentlich. Ja. Weitere Fragen? Noch Fragen? Gerne. Gut. Dann bedanke ich mich. Ach ja. Ja. Du meinst mehrere Branches zum Beispiel. Dann hast du einzelne Hook-Skript-Verzeichnisse und musst den einzeln in jedes Hook-Skript-Verzeichnis einbinden, in jeden Pre-Commit-Hook.
Dann bedanke ich mich, wenn es sonst nichts mehr gibt, für die Aufmerksamkeit. Ich renne hier auch noch eine Weile rum. Falls es noch Fragen gibt.